Auszug aus Kai Hammermeister Jacques Lacan, Seite 75. Sexuierung, Phallus und Jouissance. Lacans Sicht auf den Einzelnen ist düster. Ewig angetrieben vom Begehren, das nie seine Erfüllung finden kann und darf, ist er ein Mangelwesen der Unbefriedigtheit. Kommt er einer etwaigen Befriedigung des Begehrens, die eher fantasiert wird, als dass sie tatsächlich am Horizont erschiene, zu nahe, so stellt sich Angst ein. Schrecklicher noch als das unstillbare Begehren ist dessen Verlust. Angewiesen auf den Mangel als Motor unserer Existenz, richten wir uns ein in einer Existenz, die paradigmatisch in Tschechows Drama Drei Schwestern zum Ausdruck kommt. Nicht nach Moskau zu gelangen, ist ebenso verheerend wie das Eintreten dieser Möglichkeit. Der Genuss, den wir auf dem Weg der Begehrensverfolgung erfahren, wird umso schmerzhafter, je intensiver er wird. Und unsere Versuche, als ein Paar Befriedigung im anderen zu finden, sind zum ewigen Scheitern verurteilt, weil der andere uns das, was wir suchen, nie geben kann. Das Geschlechterverhältnis ist strukturell angelegt auf Inkompatibilität, die jeden guten Willen unterläuft. Es ist nicht eine falsche Wahl, die uns daran hindert, im Liebesverhältnis zum anderen Befriedigung zu finden, noch ist es der Mangel an Bemühung, sondern es sind die sexuellen Positionen, die wir im symbolischen Register einnehmen und die uns auf ein Begehren festlegen, dem der andere nicht entsprechen kann. Beginnen wir mit dem sexualisierten Begehren, das Freud Libido nennt.